Pock muss zum Arzt. Hä? Hm? Pock, wo bist du denn? Pock! Wo bist du? Hm? Hä? Hm? Pock! Es geht dir wohl nicht gut, oder? Nein, dir geht's echt nicht gut. Jetzt bleib mal schön im Bett. Ich hol dir gleich ein bisschen Vogelfutter und was zu trinken. Und dann werde ich dir etwas vorlesen. Oh, ich werde mal lieber Mama holen, glaube ich. Sie kennt sich viel besser aus. Sieh mal! Hm? Ja, ich glaube auch, dass es ihm nicht gut geht, Theo. Ich bin mir allerdings sicher, dass es nichts Ernstes ist. Aber es wäre wohl besser, wenn wir die Ärztin befragen. Ich bringe ihn hin, wenn ich Papa zur Arbeit gefahren habe. Nachher, Frau Doktor. Auf Wiedersehen. So, das wäre dann geklärt. Wenn ich wieder da bin, werden wir sofort zur Ärztin fahren. Das machen wir. Sei brav. Ach, er wird schon ganz brav sein. Und wenn nicht, dann werde ich ihn an die wilden Haie verfüttern. An welche Haie denn? Na, an die Haie, die bei uns im Waschbecken rumschwimmen. Die haben noch gar nicht gefrühstückt. Ich auch nicht. Ich kann viel mehr essen als die. Ja, das denke ich auch. Was hättest du denn gern zum Frühstück? Gebratene Würmer oder Schnecken auf Toast? Nein, ich hätte lieber ein paar gerührte Froscheier. Darauf habe ich großen Appetit, Opa. Darf ich Sie zu Ihrem Tisch führen, mein Herr? Ach, so was Dummes. Froscheier haben wir gar nicht mehr vorrätig. Darf es denn auch Müsli sein? Ja, ist gut. Das nehme ich auch. Ach, und wir müssen unbedingt auch noch Frühstück für Pock machen, denn es geht ihm nicht gut. Oh, das tut mir aber sehr leid für ihn. Der arme Pock. Mama hat gesagt, dass es nicht allzu ernst ist. Aber wenn Mama wieder da ist, werden wir mit ihm zur Ärztin fahren. Hm. Dein Lieblingsfutter. Pock? Pock, wo bist du denn? Hm? Pock! Pock? Opa! Hm? Weißt du, wo Pock ist? Er ist verschwunden. Ach, wirklich? Du hast doch gesagt, dass es ihm nicht gut geht. Das ist ja auch so. Ich muss ihn schnell suchen. Hm? Hallo, Theo. Oma, hast du Pock vielleicht gesehen? Ja, schon oft. Er ist ein ziemlich kleiner Vogel mit einem gelben Schnabel und er hat grüne Federn und... Hm. Oh, entschuldige. Ist was passiert? Ja, ich kann ihn einfach nicht finden. Und es geht ihm heute nicht gut. Oh, du Armer. Nur hier wirst du ihn nicht finden. Aber wenn ich ihn sehe, sag ich dir Bescheid. Danke, Oma. Ja, bitte? Nein, mein Junge, heute habe ich ihn noch nicht gesehen. Hoffentlich ist nichts passiert. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Es geht ihm heute nicht gut. Theo, jetzt mach dir mal keine großen Sorgen. Es ist ihm ganz sicher nichts passiert. Ja, das hoffe ich auch. Suchst du irgendetwas? Ja,
kann ihn einfach nirgendwo finden. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? In meinem Bett. Es ging ihm heute Morgen gar nicht gut. Und Mama hat gesagt, dass sie ihn nachher zur Ärztin bringen will. Und ich denke, dass er einfach Angst bekommen hat. Dann hat er sich versteckt. Ja, vielleicht. Puck! 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 Elsie? Wo bist du? Wir müssen weg. Ja, ich komme. Wir sehen uns. Ja, ja, wir sehen uns. Hm? Wo denn? Na, bei der Ärztin. Wir werden doch heute geimpft. Geimpft? Oh nein, das habe ich ja ganz vergessen. Theo, bist du soweit? Jetzt beeil dich. Wir wollen gleich gehen, hörst du? Ja, Mama, ist gut. Ja, eine Spritze. Ich lass mir noch keine Nadel in den Arm stechen. Pucks Idee ist gar nicht schlecht. Ich versteck mich. Theo, es geht los. Nun komm, wir müssen uns beeilen. Theo! Puck, da bist du ja. Wir haben uns ja am selben Platz versteckt. Theo, na da bist du ja. Also los, jetzt komm, Theo. Du brauchst wirklich überhaupt keine Angst zu haben. Dir sticht man ja auch keine dicke Nadel in den Arm. Du hast leicht reden. Aber Theo, das ist doch gar nicht so schlimm. Doch, ist es. Noch viel schlimmer. Ach und Puck, du wirst am besten gleich mitfahren, damit die Ärztin dich auch untersuchen kann. Es dauert nicht lange, Theo. Das wird schneller gehen, als du denkst. Und wenn ich gehe, habe ich ein dickes, großes Loch in meinem Arm, das nie wieder zugeht. Danke, Frau Doktor. Nichts zu danken. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Sie ist total nett. Also dann, der Nächste. Na komm, Theo. Guten Tag, Theo. Setz dich. Was hast du denn da für einen hübschen Vogel mitgebracht? Sagst du mir ihren Namen? Puck, und sie ist ein Er. Ich verstehe, das ist ein Junge. Und es geht ihm nicht sehr gut. Ach du meine Güte. Na, dann werde ich dich am besten gleich mal untersuchen, Puck. Oh, nun komm schon, Puck. Ich werde dir auch bestimmt nicht wehtun. Theo, du solltest dich als Erster untersuchen lassen. Zeig Puck, dass er gar keine Angst haben muss. Naja, na ist gut. Eine gute Idee, Theo. Das wird ihm sicher helfen. Also, es wird nicht wehtun. Ich weiß eigentlich nicht, welchen Arm ich am meisten brauche. Denn wenn man eine Spritze bekommen hat, dann kann man ihn noch ein paar Tage lang gar nicht benutzen. Bekomme ich eine Armschlinge? Und ich möchte auch gern ein großes Pflaster haben. So. Das war's. Du warst aber wirklich sehr tapfer, Theo. Dafür kriegst du einen goldenen Stern. Sie meinen, ich habe meine Impfung schon bekommen? Ich habe ja gesagt, dass es nicht wehtut. Und jetzt bist du dran, Puck. Du brauchst wirklich überhaupt keine Angst zu haben. Ich verspreche es dir. Dann kriegst du auch so einen Stern. Die Ärztin hat gesagt, dass du nur ein bisschen erkältet bist. Du musst jetzt ganz viel trinken und dich ein bisschen ausruhen. Papa, was hast du denn? Ich glaube, ich habe mir eine Erkältung eingefangen. Dann wird es wohl das Beste sein, wenn wir dich zur Ärztin bringen. Nein, es geht schon, Theo. In ein, zwei Tagen bin ich wieder ganz gesund. Ach, Papa, du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Die Ärztin ist ganz nett und freundlich. Und wenn du möchtest, dann komme ich mit und halt dir deinen Huf. Ach, danke, Theo. Und wenn du ganz tapfer bist, dann bekommst du auch einen goldenen Stern von ihr. Ich war sehr, sehr tapfer. Ich hab einen. Theos Beißring. Tut, tut. Tut, tut. Tut, tut.
Der Zug saust die Gleise entlang. Tutu! Theo? Hallo. Du wirst hier aber noch aufräumen, bevor deine Tante und deine Cousine kommen. Ja, mache ich. Ich spiele nur noch ein bisschen weiter. Tutu! Tutu! Du hast viel zu viele Sachen. Hier ist überhaupt kein Platz mehr. Tutu! Tutu! Theo, du solltest dir deine Spielsachen genau ansehen und die aussortieren, für die du zu alt bist. Aussortieren? Aber ich mag meine Sachen. Wir alle werden älter und entwachsen manchen Dingen, Theo. Vielleicht findest du ja was, das du jemand Jüngerem geben kannst. Okay? Ja, okay. Was du behalten willst, legst du einfach auf diese Seite. Und die Sachen, die du weggeben willst, die legst du in diese Kiste. Geben, dass ich in die Kiste legen kann. Mmh. Merkwürdig. Ich weiß gar nicht, was das ist, Pock. Das sieht ja aus wie Babyspielzeug. Das ist ja total peinlich. Das kann ruhig weg. Mama wird sich freuen, dass ich etwas gefunden habe, das weg kann. Hier, also ich habe jetzt alles sortiert. Ich habe auch was für die Kiste. Hä? Huh? Oh. Oh, Theo, das ist ja dein Beißring aus deiner Babyzeit. Ist der nicht süß? Das ist mein Beißring? Ach, wirklich? Ja, wirklich. Ja, und du hast ihn immer Ping-Ping genannt, weil du nicht Pinguin sagen konntest. Oh, du warst ja so niedlich. Mama! Nein, nein, den können wir nicht weggeben. Warum denn nicht? Ich möchte ihn gern behalten. Wann wollen denn Tante Zelda und Zinja kommen? Sie werden bald hier sein. Ich habe noch alle Hufe voll zu tun. Oh, Zinja darf dieses babymäßige Ding auf gar keinen Fall sehen, Pock. Sie würde sich über mich lustig machen. Ich werde ihn einfach verstecken. Wir sind wie Piraten, die einen Schatz vergraben. Hier wird ihn sicher keiner finden. Ah, Theo. Oh. Hier, sieh mal, was ich im Gartencenter gefunden habe. Die wird wunderbar aussehen zwischen den... Ja, genau da wollte ich sie einpflanzen. Dankeschön. Woher hast du das gewusst? Ich dachte, das wäre ein schöner Platz für die Pflanze. Nein, da lieber nicht. An den Schrank geht Mama oft dran. Das geht nicht, da würde man ihn ja sofort finden. Wo verstecke ich ihn? Hm? Oh, danke schön, Theo. Hm? Vielleicht ein bisschen weiter oben. Theo? Ja? Du, sag mal, was hast du da? Ein Babyspielzeug? Nein. Zinja! Und strecken und beugen und strecken und schließen. Oh, hallo Zinja. Und strecken und beugen und strecken und schließen. Hallo Theo. Hallo Zinja. Hey, was machst du denn da? Ich tanze in der Ballettaufführung in meiner Schule die Hauptrolle. Und da muss ich natürlich so viel wie möglich üben. Wir sind sehr stolz auf sie. Sie trägt schon eine riesige Verantwortung, wie eine Erwachsene. Ich bin ja auch schon erwachsen. Ich komm gleich, Zelda. Theo? Würdest du ein bisschen auf Zinja aufpassen? Ja, mach ich. So ein Quatsch, auf mich braucht doch niemand aufzupassen. Weil ich nämlich schon ziemlich erwachsen bin. Was versteckst du denn da hinter deinem Rücken, Theo? Hä? Gar nichts. Ist das etwa ein Ratespiel? Nein, nein, das ist kein Spiel. Aber weißt du was? Wir werden beide jetzt Verstecken spielen. Du fängst an zu zählen. Oh ja, mein Lieblingsspiel. Eins,
Es muss doch einen Platz geben, an dem Xenia den Beißring nicht findet. Entschuldige bitte, wir spielen gerade Verstecken. Wenn Xenia nach mir fragt, hast du mich nicht gesehen. Ja, ist gut. Wenn sie nach dir fragt, ich hab dich nicht gesehen. Danke, Oma. Ja, der Platz ist perfekt. Hier verstecke ich ihn. Hey, sieh mal, Pock. Das sind Oma und Papa. Das muss Papa hier versteckt haben. Dann muss ich den Beißring woanders verstecken. Na, du weißt wohl nicht, wo du dich verstecken sollst. Ist schon okay. Ich finde ein gutes Versteck. 99, 100. Ich komme und ich werde dich finden. Uroma? Das sind Opa und Uroma. Ich kann's total verstehen, dass Opa die hier versteckt. Die ist wirklich babymäßig und total peinlich. Aber hier kann ich den Beißring leider auch nicht verstecken. Zeo! Ich weiß genau, wo du dich versteckst. Ha! Gleich hab ich dich! Oh! Das sind keine guten Verstecke. Ich muss einen Platz finden, auf den keiner kommen wird. Ich weiß was. Wenn Opa seine Mütze in Uromas Zimmer versteckt hat und Papa seinen kleinen Teddybären in Omas Zimmer, na, dann ist doch für mich das beste Versteck ganz einfach hier. Mamas und Papas Schlafzimmer. Aber wo denn? Gute Idee, Pock. Ich hab dich gefunden. Theo, warum schleppst du denn dein Babyspielzeug mit dir rum? Ich meine, du bist doch überhaupt kein Baby mehr, oder etwa doch? Natürlich nicht. Hey, weißt du was? Das werde ich gleich mal anzeigen. Nein, Xenia, warte. Ah, hier ist er. Ich habe mich schon gewundert, wo er ist. Na, kommt ihr zwei. Wir sind alle im Wohnzimmer. Wie niedlich. Oh. Oh, das ist herrlich. Das ist wirklich schon sehr lange her, als mir die noch gepasst hat. Ach ja, wie habe ich diesen Teddybären geliebt. Ich habe ihn damals überall mit hingenommen. Die Sachen habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich sie aufbewahrt habe. Was, du hast sie aufbewahrt? Ich dachte, Papa und Opa hätten sie versteckt. Aber warum sollten wir denn das tun? Na, weil das doch Babysachen sind und ihr jetzt erwachsen seid. Na und? Findet ihr das denn nicht irgendwie ganz schön peinlich? Daran ist doch nichts Peinliches. Uroma und ich haben die Sachen behalten, um uns daran zu erinnern, wie groß sie Jungs geworden sind. Und sie erinnern uns daran, dass wir unglaublich stolz auf sie sind. Ach echt? Das geht uns allen so. Hier, seht doch mal, meine kleine Xenia war ein so süßes Kind. Sie hat sich kein bisschen verändert. Mama, wenn du ihn aufbewahren willst, dann ist das in Ordnung. Ich wollte ihn nicht unbedingt ausstellen, Theo. Ich bewahre die Sachen von meinem kleinen Theo hier drin auf Fotos, Spielzeug. Naja, eben alles, was mich an dich erinnert. Und ich finde, das hier ist ein ganz besonders süßes Foto. Und soll ich dir mal was sagen, Theo? Was denn? Das beweist doch nur, wie groß du inzwischen schon geworden bist, verstehst du? Goldi, die Sonnenblume. Papa! Papa! Hm? Das
Das ist Goldi, die Klassensonnenblume. Unsere Lehrerin hat mich dafür ausgesucht, mich dieses Wochenende um sie zu kümmern. Die ist schön, oder? Ah, guten Tag, Goldi. Das ist toll, Zeo. Sie ist wirklich ganz entzückend. Das muss ich jetzt unbedingt allen erzählen. Mama, Oma, Uroma. Opa! Ach, hier bist du. Goldi wird das ganze Wochenende bei uns bleiben. Es ist mir ein großes Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Goldi. Wie geht's dir? Ach, hier sieh mal, mein Junge. Der Hocker ist schon fast fertig. Meinst du, der gefällt Goldi? Ich könnte ihn ja grün und gelb für sie anmalen. Ja, der hat genau die richtige Größe. Auf dem wirst du es ganz gemütlich haben, Goldi. Das ist aber lieb von dir. Die Lehrerin hat gesagt, ich soll darauf achten, dass sie in der Sonne steht. Aber sie darf keinen Wind abbekommen. Mhm. Hier? Zu schattig. Hier? Nein, zu windig. Und hier ist die Aussicht nicht so schön. Ja, sag mal, und wie findest du es denn hier drüben? Hier steht sie schön in der Sonne und ist geschützt. Und sie hat einen wunderschönen Blick auf den ganzen Garten. Perfekt. Sieh mal, Opa, es gefällt ihr hier sehr gut. Sie hält ihr Gesicht genau in die Sonne. Sie ist glücklich über diesen Platz. Oh, aber sieh doch mal ihren Topf an. Er ist nicht mehr neu und an einigen Stellen beschädigt. Aber das ist nicht schlimm, er ist ja nicht völlig kaputt. Zeo, wollen wir Ball spielen? Ja, genau. Geh ruhig ein bisschen mit Elsie spielen. Deiner Goldi geht's hier gut. Ja, ich gehe jetzt mit Elsie spielen, aber du brauchst keine Angst zu haben. Wir beide sind ganz in der Nähe. Du wirst uns immer sehen können. Elsie! Na los, nun mach schon, Elsie. Mal sehen, ob du den fängst. Oh nein! Hast du dir wehgetan? Ups. Ach, Goldi, wir wollten dich nicht erschrecken. Es ist doch nur ein Versehen gewesen. Es tut mir leid. Ist sie etwa verletzt? Nein, sie hat sich nur erschreckt. Das ist nur eine kleine Wolke. Bald scheint bestimmt wieder die Sonne. Zeo, du solltest dich doch verstecken. Jetzt musst du zählen und ich versteck mich. Wie kann ich spielen, wenn du die ganze Zeit auf Goldi aufpasst? Sie ist zum ersten Mal aus dem Klassenzimmer rausgekommen. Hier ist doch alles vollkommen neu und fremd für sie. Sie braucht viel Liebe und Knuddeleinheiten. Oh, darauf wäre ich nicht gekommen. Zeo, essen! Ja, ich muss jetzt auch gehen. Auf Wiedersehen, Zeo. Bis dann, Goldi. Wiedersehen, Elsie. Ist, weil sie heute Morgen in der Sonne gestanden hat? Ja, schon möglich. Du kannst ja nach dem Essen mit deinem Opa gleich mal nachsehen. Du kümmerst dich wirklich sehr gut um deine Blume. Opa, würdest du vielleicht heute Nachmittag mit mir zu Mr. Zoes Laden gehen? Ich möchte für Goldi einen neuen Topf kaufen. Es soll eine Überraschung sein. Oh, das ist wirklich eine sehr gute Idee.
Herzlichen Glückwunsch, Goldie. Du bist ein richtig großes Mädchen und kannst auch mal allein bleiben. Denn ich gehe jetzt mit Opa einkaufen. Es wird nicht lange dauern. Bis dann, Goldie. Wir sind bald wieder da. Hallo, Mr. Zui. Haben Sie Blumentöpfe? Vielleicht auch besonders schöne? Aha, du suchst also nach etwas ganz Besonderem. Ja, er ist für Goldie. Das ist meine Sonnenblume. Wie wäre es denn mit dem hier? Ich weiß nicht so recht. Haben Sie vielleicht noch andere? Ich sehe mal nach. Und du glaubst, keiner von denen würde Goldie gefallen? Jetzt entscheide dich, Zeo. Lass Mr. Zoe nicht so lange warten. Was meinst du denn, Pop? Ich weiß, was Goldie gefällt. Und zwar ein Blumentopf mit lauter kleinen Sonnenblumen drauf. Es tut mir sehr leid, Zeo. Aber das hier sind alle Töpfe, die ich habe. Es ist noch lange kein Grund, aufzugeben. Hier, sieh mal, du kannst ihn doch selbst verzieren. Die kann ich draufkleben. Eine tolle Idee. Das wird Goldie gefallen. Mr. Zoe, würden Sie den bitte als Geschenk verpacken? Bitte beeil dich, Opa. Goldie wartet schon. Oh, Zeo, da bist du ja wieder. Du kannst mir gleich mal in der Küche helfen. Ja, aber kann ich Goldie noch vorher ihr Geschenk geben? Bitte. Goldie wird es nichts ausmachen, ein bisschen zu warten. Nachmittag allein gelassen habe, aber das wollte ich gar nicht. Ich konnte mich nicht entscheiden und dann hat das mit den Aufklebern so lange gedauert. Wie kann ich denn das nur wieder gut machen, Goldie? Oh, ach, ich weiß schon. Warte mal. Was hat er denn mit dem Fruchtsaft vor? Das würde ich auch gern wissen. Oh, wirst du denn jemals wieder meine Freundin sein? Nein, mach dir keine Sorgen. Goldie geht es sehr gut. Sie schläft nur. Alle Sonnenblumen lassen abends die Köpfe hängen. Weißt du das auch genau? Aber ja, morgen früh, sobald die Sonne scheint, wird sie sich wieder ganz aufrichten und dann wird sie sich sehr über dein Überraschungsgeschenk freuen. Gute Nacht, Goldie. Schlaf gut und träum was Schönes. Komm, Zeo. Du musst jetzt auch ins Bett. Versprochen, dass ich mich bald wieder um sie kümmern darf. Mama, Opa, Oma, Uroma, seht mal, ich habe einen goldenen Stern bekommen.